Grüßt euch und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich möchte euch heute mal meinen neuen klappbaren Campingstuhl vorstellen, den ich mir gekauft habe. Weil ich habe einen Stuhl gesucht, der auch eine Fuß- oder Beinauflage, wie sich das schimpft, weiß ich jetzt auch nicht genau, jedenfalls eine Beinauflage hat. Und den möchte ich euch jetzt einfach mal vorstellen. Einmal habe ich hier ein Kopfkissen. Mal auseinanderfriemeln hier. Als erstes hole ich die Fußstütze raus. So. Und hier ist das gute Stück. Jetzt hat er sich natürlich da verheddert. So. Ein bisschen weiter zurück. So. Also erstmal ist es ein stinknormaler Campingstuhl, wie man das so kennt. Hier ist zum Beispiel auch eine Halterung für Getränke. Dann hat er aber eine verstellbare Lehne. Und zwar sind das hier diese beiden Griffe. Die zieht man eigentlich nur. Geht manchmal ein bisschen schwer. Und dann kann man die einrasten. Da auch nochmal. So. Und wenn man das unten eingerastet hat, hat man praktisch schon mal einen Liegestuhl. Man kann sich jetzt einfach so schön zurücklehnen. Ich bin ein bisschen schief hier. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen weiter zurück. Sonst lege ich mich noch auf die Fresse. So. Ich muss sagen, der ist wirklich sehr gemütlich, aber es geht ja noch weiter. Dann hat man hier noch mal ein Kopfkissen mit Klettverschluss. Hier hinten an der Lehne ist das Gegenstück und dann kann man den so festkletten. Und dann hat man praktisch ein kleines Kopfkissen. So, jetzt gehe ich mit euch gemeinsam mal rum um den Stuhl. Also hier, wie ich schon gesagt habe, ist der obligatorische Halter für Getränke. Hier unten hat man noch mal eine Tasche. Die ist hier vorne mit zwei Fächern abgeteilt und hat noch mal ein großes. Dann haben wir hier das Kopfkissen. Und hier ist praktisch auf beiden Seiten die Verstellung. Und wenn ihr das seht, hier sind drei Löcher, also mit der Stellung hier, also vierfach verstellbar. So, und dann kommt jetzt der Clou. Hier unter ist ein Reißverschluss. Und da wird jetzt praktisch die Beinauflage festgemacht. Es war ja natürlich wieder klar, dass ich was vergessen habe. Und zwar mein Stativ. Ich hoffe, ich kriege das jetzt hin. Ich
Also hier unten sind zwei Gelenke auf beiden Seiten. Und die müssen jetzt in diese Löcher rein. Praktisch einmal da. Und einmal da. Und hier ist jetzt der Reißverschluss. Ich hoffe, ich kriege das jetzt hin mit einer Hand. Es ist schlimm, dass ich immer was vergesse. Das Stativ hätte ich jetzt gebrauchen können. Einen Moment. Ich versuche es mal. So. So, jetzt ist der, ist die Fußauflage mit dem Stuhl verbunden. Und so sieht das jetzt komplett aus. So, dann werde ich mich jetzt mal reinflezen. Das Schöne ist ja, dass die Beinauflage hier verjüngt ist, dass man nicht die Beine so breit machen muss. Also man kann sich ganz stinknormal hinsetzen und die Füße hochlegen. Also er ist wirklich sehr gemütlich. Den gibt es in mehreren Ausführungen. Einmal eine geschlossene Decke, also das heißt ein kompletter geschlossener Stoff. Oder eben dieses Netz. Ich wollte lieber das Netz, weil im Sommer schwitzt man ja doch mal ein bisschen. Und dann kann ein bisschen von unten Luft rankommen. Ihr seht das ja hier. Wenn ihr euch fragt, wozu dieses Bändchen hier ist, das ist normalerweise dafür da, wenn man nicht zusammengeklappt hat, kann man den einmal mit dem Bändchen fixieren, dass er nicht immer aufgeht, dass man es leichter hat, den wieder in die Tasche zu kriegen. Weil das ist wirklich immer eine Fummelei, den da wieder reinzukriegen. Ich gehe jetzt einmal rum. Wie ihr unschwer erkennen könnt, habe ich die Location gewechselt. Und zwar habe ich dieses Video über diesen Faltstuhl schon vor 2 Wochen gedreht, bin jetzt aber erst zum Schneiden gekommen und habe festgestellt, mein Schlusswort, die Videodatei ist beschädigt. Ich konnte machen, was ich wollte, ich bin nicht reingekommen. Ja, habe ich mich kurzfristig entschieden, nochmal ein kurzes Schlusswort zu machen, damit das Video wenigstens vollständig ist und nicht einfach mittendrin abhackt. Ja, wie ich schon gesagt hatte bei dem Video, diesen Stuhl gibt es in mehreren Ausführungen. Einmal mit Mesh und einmal mit geschlossenem Stoff. Kommt natürlich darauf an, was man gerne haben will. Also ich fand das mit dem Mesh besser, weil man nicht so schwitzt. Werde euch natürlich unten in der Beschreibung verlinken, wo es den gibt. Ihr könnt es euch wahrscheinlich denken, wo. Ja, und dann war es das mit dem Video. Ja, ist echt blöde, dass diese Datei kaputt war. Jetzt sieht das ein bisschen bescheuert aus. Aber was soll man machen, ne? Ich hätte jetzt einfach das Video nehmen können und zum Schluss einen Text einblenden. Tut mir leid, kaputt. Die Datei, aber so finde ich das besser. Ja, dann soll es das gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Und dann sehen wir uns bei dem nächsten Video wieder. Dann macht's gut, ne? Ciao.